So, sind wir hier unterwegs im schönen Südtirol und fliegen gleich hier so an den Berghang einfach da in das Tal rein. Genau, in echt ist da glaube ich sogar auch noch irgendeine EDR, habe ich auf der WiFi-Karte bei Sky Demon gesehen, wo man da nicht drüber fliegen darf, aber die geht auch nur bis 1500 Fuß, also da wären wir jetzt sogar schon drüber. Genau, so, ich nehme aber jetzt noch mal ein bisschen Power schon mal raus. Genau, ihr seht sogar die EDR auch hier eingezeichnet in der Moving Map. Genau. So. Jetzt geht's hier ab ins Sahntal. Und, genau, ein bisschen lassen uns nochmal steigen. Und dann können wir jetzt langsam mal den Anflug besprechen. Also, es geht jetzt hier rein ins Sahntal. Dann, genau, empfehle euch eigentlich sogar auch mal diese Videos zu gucken, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dann könnt ihr das wahrscheinlich sogar noch besser nachvollziehen, wie wir jetzt hier fliegen. Also, es wird dann jetzt so mehrere Stromkabel geben, an denen wir uns da auch gut orientieren können. Und die machen aber zum einen den Anflug ziemlich gefährlich, da wir drei Stück insgesamt haben. Der erste, erstens ist relativ ungefährlich, das zweite ist schon so mittelgefährlich, sage ich mal. Das geht nämlich so über das relativ hoch über dem Tal, so von rechts nach links von der einen Berg Bergkamm oder wie man das nennt, ich weiß gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall hier diesen einen, wo der Berg runtergeht, zur anderen Seite vom Tal rüber. Und das andere geht relativ kurz vor der Bahn so schräg von links nach rechts so diagonal runter ins Tal rein. Und so kurz im kurzen Endteil, weil das sind alles, was das so ein bisschen so gefährlich macht. Und dann halt, wie gesagt, es liegt mitten eng zwischen den Bergen der Flugplatz und halt auch noch, und dazu kommt einfach auch noch, dass der, genau, die Bahn, dass das eine Grasbahn ist, die jetzt nicht krass lang ist, ich weiß die Länge jetzt nicht ganz genau, aber ist nicht so lang. Und und des Weiteren halt noch, dass die Bahn, gut, ist für uns Fall ist halt der Vorteil, sie steigt jetzt an. Und genau, wir haben halt eine ansteigende Bahn und der Gegenrichtung ist natürlich wieder gut mit dem Abbremsen. Also es ist natürlich gut mit dem Abbremsen und fürs Starten natürlich gut mit der Beschleunigung, aber halt einfach, dass es eine Grasbahn ist, die halt auch nicht, ist natürlich nicht so gut wie so eine, wie eine, na, Asphaltbahn. Genau. Und ja, jetzt geht's eigentlich fast schon los mit dem Anflug. Ich werde jetzt während des Anflugs wahrscheinlich öfters mal pausieren. Einfach aus dem Grund, damit ich euch das hier alles in verschiedenen Phasen nochmal genauer zeigen kann. Wie gesagt, die Videos kann ich euch nur empfehlen. Guckt ihr euch auf jeden Fall mal an. Dann könnt ihr den Anflug bestimmt jetzt auch besser nachvollziehen. So, wir nehmen jetzt schon mal wieder Power raus. Und machen das auch schon mal alles jetzt für die Landung ready. Die Boostpump geht wieder auf Boost. Und fahren auch schon mal die erste Klappenstufe aus. So, wir kommen nämlich jetzt schon gleich zum ersten Teil, beziehungsweise hier so ungefähr auch der Punkt, wo auch diese ganzen Videos beginnen. Wir machen nämlich jetzt sogar schon mal die Klappen voll und landen den Flieger gleich mit 80 Knoten. So, ich mache jetzt mal kurz Pause. So, da vorne seht ihr so eine Kirche und sieht man das jetzt schon so? Ja, da ist so der erste Strompfeiler. Das ist so Cable 1 und die gehen jetzt, Kabel 1, und die gehen jetzt erstmal hier so am Kamm vom Berg entlang und dem fliegen wir jetzt erstmal hinterher. So, also wie gesagt, es wird jetzt ab und zu mal sein, dass ich mal Pause mache, ist einfach, damit ich euch das besser hier erklären kann. So, ich selber bin jetzt schon ein paar Mal hier angeflogen, einfach mal zum Üben, aber bisher nur mit der 172. Das ist für mich jetzt auch Premiere, das erste Mal mit der Cirrus, dass ich jetzt hier mit der anfliege. Und wir werden auch später ziemlich nah bei diesen Kabeln entlang fliegen, also es ist schon echt spektakulär, finde ich, dieser Anflug hier. Also sonst, wenn ihr auch mal die Videos in echt anguckt, auf jeden Fall nicht ohne. So, da seht ihr hier links die Stromkabel, den folgen wir jetzt erstmal. Und, genau, fliegen auch jetzt erstmal hier an der Bergseite, an dem Bergkamm so entlang. Ein bisschen mehr Power müssen wir setzen. Genau, und der Cirrus ist halt auch noch, denke ich mal, ein bisschen anspruchsvoller als mit der Cessna, weil die halt einfach nochmal ein bisschen mehr Power hat. So, machen wir mal kurz nochmal Pause. Genau, da hinten müsste irgendwo das, ich kann mal gucken, müsste dann, glaube ich, der Platz sogar schon sein, die Grasbahn. Und wir fliegen jetzt hier entlang weiter, dann seht ihr dieses Stück da. Diese Wiese, da ist auch nochmal so ein Strommast und da geht dann irgendwie das Kabel irgendwie, glaube ich, irgendwo hier rüber, sieht man dann nicht mehr. Und dann drehen wir auch so ein bisschen mehr links ab, fliegen so übers Tal weiter und dann kommt später so von rechts nach links, ich weiß, jetzt sieht man noch nicht ganz genau wo, auf jeden Fall, das müsste über dieser Halle da unten sein. Irgendwann in einer relativ hohen Höhe sogar auch nochmal ein Stromkabel, das rechts nach links übers Tal geht. Und das muss man, da muss man halt echt aufpassen, weil, genau, das halt nicht so gut zu erkennen ist, das Stromkabel. Und, weil es nicht so gut zu erkennen ist, das Stromkabel, und genau, da sind halt nur so, diese, kennst du vielleicht von in echt halt auch diese Kugeln, die an den Stromkabeln manchmal so dran sind, dass halt so Hubschrauberpiloten, die ja besonders so oft so tief fliegen, halt auch diese Kabel erkennen.
So, genau, wir müssen das jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viel sinken. Und das Locher Airfield sieht man jetzt eigentlich auch schon. Das ist nämlich im Prinzip einfach nur diese Wiese hier. Da unten ist so ein kleiner Hangar und da sieht man jetzt auch dieses andere Kabel. Das Kabel sieht man ganz schwach hier entlang, wenn ihr genau hinguckt, sieht man die. Das ist Kabel Nummer 2 und da an dem Pfeiler, genau, geht es von links. Jetzt sehe ich den Pfeiler nicht mehr, müsste da dann irgendwo hier rüber. Und da müssen wir jetzt auch relativ knapp drüber fliegen. So, und halt schön die 80 Knoten halten. So. Genau, Locher Airfield sieht man jetzt auch schon. Ist, wie gesagt, da, wo jetzt der Mauszeiger ist. So, der Flieger ist ja sonst soweit auch schon ready für die Landung. Wir gucken mal, wir gehen noch ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen Power raus. Genau, so, jetzt seht ihr auch das Kabel. Ich mach gleich mal Pause, wenn wir drüber fliegen. Vielleicht seht ihr es jetzt hier auch links aus dem Fenster raus. Genau. So, mal kurz Pause. So, genau. Und jetzt sieht man hier echt richtig krass, da ist dieses Kabel, da muss man halt den echt mega auffassen. Und mit so einer PC-12 und so, glaube ich, keine Ahnung, ich kenne den Flieger halt nicht so in echt, aber ich denke, da fliegt man nochmal schneller an als mit so einer Ein-Mod. Und da muss man halt echt mega aufpassen. Und dann kommt hier das Killer-Kabel, wie es auch in dem einen Video genannt wird. Da seht ihr es so, da ist der eine Mast und dann geht es hier runter. Da ist, wie gesagt, dieses Grasding da, das ist diese Graswiese, ist die Bahn. Und dann geht es hier runter, dieses Kabel, und man muss jetzt halt möglichst weit rechts bleiben, dass man halt dem Kabel ausweichen kann. Echt sind auch nur so Markierungsbälle anscheinend auf der Unterseite der Kabel, nicht auf der Oberseite. Das heißt, man muss da natürlich immer aufpassen, was dann noch, weil nicht die obersten Kabel markiert sind auch noch. Und dann, genau, geht's da rein. So, und jetzt, glaube ich, würde ich sagen, fliegen wir auch komplett ohne Pause weiterhin Anflug. Ich bin jetzt ganz gespannt und hoffe, dass das jetzt alles so gut klappt. Power ist eigentlich schon auf Idle. Genau, so. Also mit Leerlauf geht's jetzt hier runter gerade. Muss ungefähr die 80 Knoten haben. Da links seht ihr das Kabel. Weil das kann halt schon fatal sein, wenn man da in so ein Kabel reinfliegt, weil dann bleibt man da hängen und dann, ja, war es das mit dem Fliegen. Dann wird man erstmal auf den Boden gerissen. So. Wir kommen runter. Speed passt gut. Und es ist halt auch krass, wie nah man hier an den Bäumen einfach runterfliegt. Und dann, genau, ist das hier das Locher Airfield. So, Touchdown. Na, da wunderbar geklappt. Meine erste Landung mit der Cirrus hier. Geht halt jetzt schön bergauf. So wie ein Lukla oder so, bremst das einen halt hier schön ab. So, müssen aber nicht ganz zum Stehen kommen und drehen die Maschine gleich und rollen mal zum Hangar. Also das ist halt schon ein krasses, privates, private Landefläche hier, würde ich sagen. Schon heftig. Hier so mitten in den Bergen von Südtirol gelegen. Und ja, ich finde es halt mega beeindruckend, dass hier mit einer PC-12 geflogen wird. Ich finde es ja schon mit so einer einmotorigen Maschine, stelle ich mir schon anspruchsvoll genug vor. Aber mit einer PC-12, ja, denke ich, ist das Ganze mal noch heftiger. So, genau. Und dann geht es hier runter, schön über diesen Taxiway, diesen Rollweg hier runter zum Hangar. Also, genau, wenn ihr einen Flugsimulator 2020 auch habt, dann, ja, ladet euch auf jeden Fall mal diese Erweiterung runter. Ist auf jeden Fall mega cool, wie ich finde. Und sehr challenging, sehr herausfordernd, kann ich euch nur empfehlen. Auf jeden Fall mal coole Sache, mal hier anzufliegen, mal das Ganze auszuprobieren. Und ja, gibt es, glaube ich, sogar, habe ich auch gesehen, für so Freeware-Erweiterungen, auch für andere. Von FSX gab es das anscheinend auch, habe ich jetzt letztens noch gefunden, Prepared oder so, X-Plane gibt es bestimmt auch irgendwas. Müsst ihr einfach mal googeln, dann findet ihr da bestimmt auch was. Also kann ich euch nur empfehlen, mal hier euch der Herausforderung zu stellen und mal hier zum Locher Airfield zu fliegen. Genau, hier unten der kleine private Hangar, also das ist schon irgendwie, ja, echt beeindruckend, was es hier diesen privaten Flugplatz hier gibt. Genau, und echt krass mit diesen Kabeln da, diesen Stromleitungen. Ziemlich gefährlich. Und man, ja, echt ganz schön aufpassen. Und ja, stellt euch die Herausforderung doch auch mal in echt und probiert das doch auch mal da anzufliegen. Wir sind jetzt hier sicher gelandet mit der Cirrus SR22. Ich bin froh, dass es dafür in meinem ersten Flug mit der hierher sehr gut jetzt geklappt hat, mit dem Anflug auch. Genau dafür, dass hier nochmal ungefähr 15 bis 20 Knoten schneller anfliegt als die Cessna, ist das auch schon nochmal ein bisschen anders zu fliegen, der Flieger. Hat auf jeden Fall aber mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Flug auch gefallen. Und ja, ich würde es auch gerne jetzt auch meine Sofortwiederholung anschauen, aber das geht ja leider nicht. Gibt es ja noch nicht diese Funktion. Und dann, ja, hoffe ich, dass euch dieser Flug hier mit der Einmod in Südtirol gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Flugsimulator oder anderen Videos mehr zu verpassen. Und dann hören wir uns beim nächsten Flug wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Line-Game 1. Ciao. So Leute, ja, eigentlich hatte ich das Video ja gerade schon beendet, aber da dieser Flugplatz hier, das Locher Airfield, einfach so krass ist, dachte ich mir eben, zeige ich euch auch nochmal hier einen Start mit der Cirrus auf dem Flugplatz und eine Landung hier komplett ohne den Flugsimulator zwischendurch zu pausieren.
Und da habe ich uns jetzt gerade hier nochmal ans obere Bahnende vom Locher Airfield positioniert mit der Cirrus. Und genau, dann lass uns direkt nochmal abheben. Wir brauchen, überlege ich gerade, ach komm, lass uns nochmal kurz die Parkbremse nochmal setzen. Geben wir volle Power und lösen die dann, sobald wir Power gesetzt haben. Power ist da und dann Takeoff. So, natürlich dieser Downslope hier, dieses Abfallen der Bahn, Absinken der Bahn, ist natürlich auch nochmal natürlich von Vorteil fürs Beschleunigen. So, wir haben jetzt gleich schon die 65-70 und rotieren und ziehen jetzt hoch. Und dann müssen wir den Flieger natürlich jetzt schön gleich hochziehen. Mit VX muss man jetzt hier am besten steigen. Und genau, das ist hier so ungefähr 80 Knoten bei dem Flieger, um halt möglichst schnell diese ganzen Kabel hier zu überwinden. Das erste haben wir jetzt schon und da seht ihr hier das zweite. Aber jetzt muss ich auch nochmal, eigentlich wollte ich nicht pausieren, aber jetzt hier für den Start muss ich auch nochmal pausieren. Hier ist das erste, wo man direkt drüber ist. Um es halt nochmal darzustellen, das sieht einfach so mega heftig aus. Also wie gesagt, ladet euch auf jeden Fall diese Erweiterung auch mal runter hier für den Flugsimulator. Und probiert euch auch mal hier im Anflug. So, hier ist das zweite Kabel und wenn man das überwunden hat, ist man eigentlich safe. Dann genau, muss man hier eigentlich nur noch gemütlich raussteigen aus dem Tal. So, und ich fliege jetzt nochmal kurz an den Anfangspunkt vom Anflug und dann fliegen wir nochmal einen schönen Anflug ohne Pausierung bis zur Landung im Locher Airfield. Also bis gleich. So Leute, es geht wieder weiter mit dem Anflug. Wir haben gerade hier auf der rechten Seite die Kirche passiert und genau, kommen jetzt hier zu den ersten Stromkabeln vor uns. Die Geschwindigkeit ist gerade ein bisschen low. So, ein bisschen Power nochmal geben, dass wir schon die 80 Knoten haben. Genau, dass wir mit 80 Knoten jetzt hier einfach komplett wieder durch anfliegen. Die ganze Zeit schon alles für die Landung konfiguriert haben. Die Klappen habe ich schon wieder draußen. Genau, und jetzt können wir auch schon langsam einmal anfangen zu sinken. Und man muss halt jetzt hier die ganze Zeit echt schön Ausschau halten nach diesen anderen Kabeln. Da finde ich, ist halt diese Halle da unten im Tal ein ganz guter Orientierungspunkt. Und genau, da muss man halt echt die ganze Zeit gucken, die jetzt zu sehen, diese Kabel sich darauf konzentrieren. Kommen jetzt nämlich hier genau über diese Wiesenfläche hier, da mit dem einen Strompfeiler drüber von Kabel 1. Wo die jetzt weitergehen, konnte ich leider jetzt nie identifizieren. Jetzt sieht man leicht links, da ist so ein Gebäude, sieht man da. Und da kurz davor, am besten zeige ich es euch mit der Maus nochmal, sieht man diesen Pfeiler von dem Kabel Nummer 2. Sieht man jetzt ziemlich gut, finde ich. Und da kann man auch gut abschätzen, wo die anderen Kabel sind. Die sieht man jetzt auch langsam. Genau, wir halten uns noch ein bisschen rechts. Wir müssen ja eh gleich relativ weit rechts bleiben, für das dritte Kabel auch. So, jetzt sieht man auch immer besser die Kabel. Und ich finde es halt, ich stelle mir das echt halt auch mega schwer vor, diese Kabel zu sehen, weil die einfach so dünn sind. Und ja, so Stromkabel kann man ja auch nicht immer so gut erkennen, je nachdem, wie halt die Umgebungsverhältnisse sind. So, und da sind halt immer diese Bälle ganz wichtig, die da dran sind. So, hier ist Kabel Nummer 3. Wir bleiben möglichst weit rechts. Geschwindigkeit passt gut. Und genau. Setzen an für die Landung hier. Wunderbar. Schon schön die 80 Knoten, so wie es sein soll. Power ist schon auf Leerlauf. Halten die Maschine schön hoch. Und Touchdown. Zack. Lieber nochmal ein bisschen betonter und härter aufsetzen. Hauptsache, man landet sicher. So, Bremse natürlich nicht vergessen. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Ein bisschen früher wahrscheinlich zum Stehen kommen und dann kann man hier schön umdrehen. Genau. So, und damit war es nochmal hier eine unpausierter Anflug hier auf dem Locher Airfield. Dachte ich mir, ach, das machen wir jetzt doch nochmal. Jetzt nochmal hier, wo ich das Ganze einmal gesehen habe. Jetzt hier, wo ich ständig immer pausiert habe, was ich aber finde, war auf jeden Fall nötig, um es euch halt auch nochmal gut zu zeigen, wie der Anflug funktioniert. Jetzt hier nochmal ein schöner Anflug ohne Pausen. Und damit war es aber jetzt auch wirklich von diesem Flug hier, Bozen zum Locher Airfield, mit ja, zwei wunderschönen Freeware-Szenerien, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Videos von dem Flugplatz hier in echt. Schaut es euch auf jeden Fall mal an und dann ja, hoffe ich, dass der Flug euch gefallen hat und wir hören uns dann beim nächsten Flug wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Line Game 1. Ciao.